Servus Freunde des Stroms, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mal aufgrund des gegebenen Anlasses, also die ganzen Überflutungskatastrophen, wo wir ja die Nachrichten gesehen haben, oder hier im Internet oder in den ganzen Social Media, was ja gerade richtig Schlimmes hier wirklich abgeht. Das hat mir zum Anlass gegeben, dass ich hier mal ein kleines Informationsvideo mache für euch, welche Gefahren das davon ausgehen, wenn euer Keller überflutet ist, wie man da vorgehen soll. Da möchte ich euch wirklich ein paar tolle Tipps geben und ich möchte in einem praktischen Experiment mit euch einmal anschauen, was passieren kann, wenn euer Keller überflutet ist. Dann fangen wir auch schon mal gleich mit dem ersten Experiment an. Also ich habe hier eine kleine Apparatur gebaut. Ich habe mir sozusagen hier eine badefähige Steckdose gebaut. Die ist ganz normal angeschlossen, also Phase, Neutralleiter und Schutzleiter. Habe hier einen RCPO mit drin, weil wir uns natürlich verschiedene Möglichkeiten anschauen. Habe das Ganze hier in meiner Musterwand mit Strom versorgt und würde sagen, jetzt schauen wir uns gleich einmal an, was passiert. Mir geht es nämlich um Folgendes. Der Keller läuft nämlich jetzt voll. Und natürlich haben wir in den meisten Kellerräumen ja auch, wenn es jetzt zum Beispiel ein Wohnkeller ist oder ein normaler Nutzkeller ist, haben wir ja dann gewisse Gerätschaften unten stehen, wie Waschmaschine, Trockner, Gefrierschränke, vielleicht eine kleine Teeküche. Man weiß ja nicht, was unten steht. Der eine hat vielleicht sein Büro unten. So, jetzt läuft das Ganze natürlich hier mit Wasser voll und haben natürlich hier 230 Volt auf den Steckdosen und auf den Geräten. Und ihr wisst ja, Wasser und Strom verträgt sich ja überhaupt nicht. Da habe ich ja auch schon mal ein Experiment gemacht, zum Beispiel hier mit unserem Haartrockner. Ich kann es euch gerne oben verlinken, habe es auch in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und nach demselben Prinzip arbeiten wir hier jetzt auch. Das heißt, wir lassen jetzt unsere Steckdose einfach mal baden gehen. Also der Pegelstand steigt und steigt und steigt. Und jetzt schauen wir mal. Das Experiment ist schon vorbei. Kann nichts passieren, oder? Das war jetzt einmal ein recht ernüchternes Ergebnis. Nee, war klar, weil wir haben ja hier einen RCPO mit drin. Das heißt, wir haben einen Fehlerstromschutzschalter und einen Leitungsschutzschalter kombiniert. Und natürlich, sobald wir hier die Schwelle erreichen, das Wasser ist ja in einem gewissen Grad leitend und wir eine Verbindung zwischen L und PE haben, löst sofort unser Fehlerstromschutzschalter aus. Also die moderne Elektroinstallation hier in den modernen Häusern mit Fehlerstromschutzschalter ist jetzt eigentlich nicht das Problem, aber wir wissen ja selber, es gibt natürlich auch Bauwerke, wo wir eine klassische Nullung haben oder wo wir halt zum Beispiel keinen Fehlerstromschutzschalter drin haben, weil zum Beispiel beim TN-Netz brauchen wir ja eigentlich keinen Fehlerstromschutzschalter. Ich baue jetzt das hier schnell um und dann schauen wir uns das gleiche Experiment nochmal an. Gut, ich habe jetzt alles umgebaut, ich habe jetzt den RCPO ausgetauscht gegen einen MCB, also gegen einen Leitungsschutzschalter. Ich habe hier natürlich etwas gemacht, damit mein Fehlerstromschutzschalter in meiner Musterwand nicht auslösen kann. So, also, mir geht es um Folgendes. A, haben wir nicht in jedem Haus einen Fehlerstromschutzschalter drin. Wir haben ja auch viel ältere Häuser, die wo noch stehen, wo die Elektroinstallation jetzt nicht auf den neuesten Stand der Technik ist. Und mir geht es dann auch noch um was anderes. Da möchte ich aber nach dem Experiment dann mit euch nochmal drüber reden und möchte das dann auch nochmal zeigen. So, jetzt passt auf. Gleiches Spiel. Wir haben unsere schwimmende Steckdose. Der Pegelstand steigt. Und ich lasse jetzt die Steckdose ins Wasser einfach mal eintauchen. Und siehe da, es passiert gar nichts im ersten Moment. Und jetzt schauen wir uns mal ganz genau an, ob von dem Wasser da drin wirklich Gefahr ausgeht. Das Problem, was wir jetzt haben, ist das, also ihr habt jetzt einen überfluteten Keller, ihr habt eine Tauchpumpe oder eine Pumpe, ihr wollt euren Keller auspumpen, also runter in den Keller und juhu. Das Problem ist an der ganzen Geschichte, wir wissen ja jetzt nicht, welche elektrischen Teile, das wir in unserem Keller haben. Machen wir jetzt mal ein Beispiel. Wir haben unseren Hausanschlusskasten im Keller unten, wir haben unseren Zellerschrank, unsere Hauptunterverteilung, solche Sachen unten im Keller. So, das, was ich jetzt hier simuliert habe, ist ja ein ganz normaler Endstromgeist. Das ist jetzt eine Steckdose zum Beispiel für unsere Waschmaschine. Die Waschmaschine steht jetzt auf einmal zur Hälfte im Wasser. Also wir haben sehr viele Bauteile, die wo jetzt einfach mit elektrischem Strom noch beaufschlagt sind.
Und Wasser ist natürlich auch zu einem gewissen Grad leitend. Und das ist jetzt genau das Problem. Also, es kann euch passieren, wenn ihr jetzt einfach Hals über Kopf in euren überfluteten Keller runterlauft, dass ihr wahrscheinlich einen Stromschlag bekommt. Weil es ist nämlich so, und das möchte ich jetzt schneller mal zeigen, auch wenn die Sicherung jetzt nicht auslöst und augenscheinlich nichts passiert, wir haben ja kein Organ dafür. Deshalb schauen wir mal schnell, was hier passiert, wenn wir jetzt einfach mal messen. Das heißt, ich habe mir jetzt zwischen dem Neutralleiter mit reingehangen und jetzt schauen wir einfach mal, wenn ich jetzt hier die eine Seite von meinem Messgerät mit reinhänge, haben wir jetzt schon 23 Volt nur hier an der Oberfläche. Kann jetzt sein, dass wenn ihr unten im Keller seid, dass ihr gar nichts merkt, dass euch nichts passiert. Aber sobald ihr hier zum Beispiel ein geerdetes Bauteil anfasst, wie zum Beispiel Heizungsrohre, Wasserrohre aus Edelstahl, keine Ahnung, gibt genügend Sachen, die wo jetzt gerade da unten sind und ihr fasst da hin oder ihr geht gerade die Keller, müssen wir sagen, die Kellertreppe hoch, habt ein Metallgeländer und das ist irgendwie mit dem Potentialausgleich verbunden, kann es euch passieren, dass ihr über das einen tödlichen oder einen verletzenden Stromschlag bekommt. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum es für die Feuerwehr Schulungen gibt, also für die Einsatzkräfte gibt es Schulungen vom DGUV. Also das ist der Deutsche Gesellschaft für Unfallversicherungen, glaube ich. Ich blende es euch mal schnell ein. Die haben zum Beispiel hier Verhalten an der Einsatzstelle, Hausinstallation. Könnt es gerne auf Pause schalten, könnt euch das gerne mal anschauen, beziehungsweise auch im Internet recherchieren. Haben wunderbare Folien da, wo man sich das Ganze mal anschauen kann. Denn, wie schon gesagt, der Strom mit dem Wasser kann euch passieren, dass der hier Spannungstrichter führt und natürlich hier euch einen Stromschlag verpassen kann. Dazu habe ich mir noch eine Folie rausgesucht, von demselben Vortrag. Wasser als elektrisch leitfähiges Medium, dreipolige Anschlusskasten. Und das ist jetzt genau das, auf was ich hin will. Zum Beispiel, wenn wir hier das Problem haben, dass wir unseren Hausanschlusskasten, unsere sogenannte Panzersicherung im Keller unten haben. Die hat nämlich keinen Fehlerstromschutzschalter, sondern die wird meistens irgendwo in einem sogenannten KV-Schrank, also einem Kabelverteilerschrank, vorgesichert oder hängt direkt auf einer Hauptleitung, die teilweise mit 250 bis 300 oder 400 Ampere vorgesichert ist, geht zu euch ins Bauwerk rein, in euer Gebäude und kann natürlich hier passieren, dass hier auch Strom in das Wasser reinkommt, wo ich dann natürlich hier verletzen kann. Dasselbe Problem haben wir ja mit unserem Zellerschrank. Da ja, der Fehlerstromschutzschalter ist ja erst ab die abgehenden Stromkreise, aber die Vorsicherung, wie hier zum Beispiel, haben wir ja einen selektiven Leitungsschutzschalter, wir haben unseren Zähler drin und wenn das hier voll läuft, kann natürlich auch passieren, dass man hier einen Stromschlag bekommt. Jetzt habe ich noch was für euch vorbereitet, noch ein Experiment, weil wir haben ja noch einen Sachverhalt, der hier bei überfluteten Kellern wirklich gefährlich werden kann. Das Wasser kann das Kochen anfangen bzw. Erwärmung. Ich war selber mit dabei, das war 2013 im Juni bei uns im Landkreis Deckendorf in Fischerdorf haben wir ja das sogenannte Jahrhunderthochwasser gehabt. Ich habe hier einen guten Freund mit ausgeholfen, war 4 Tage bei dem mit bei ihm am Haus und habe ihm geholfen, halt das Ganze wieder sauber zu bekommen und habe dort auch einige Sachen gesehen und habe von diesem Haus auch die elektrische Anlage wieder in Betrieb genommen in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Deckendorf. War echt eine super coole Zusammenarbeit. Und da habe ich auch einige Sachen gesehen, auch von den Nachbarn, wie hier teilweise die Zellerschränke zum Beispiel richtig verkocht waren. Und wo kommt das jetzt her? Und das möchte ich mir mit euch heute mal anschauen. Ich habe mir von der Firma Benning hier eine Wärmebildkamera organisiert für dieses Experiment. Die haben wir die zur Verfügung gestellt. Nochmal vielen, vielen Dank an Benning. Und jetzt können wir uns mal anschauen, was hier passiert, wenn ein Stromkreis im Wasser sozusagen am Laufen bleibt, wie zum Beispiel unser Zellerschrank oder unser Hausanschlusskasten. So, ich habe jetzt alles einmal hergerichtet für unser Experiment. Die Kamera, also die Wärmebildkamera hier auf mein zweites Stativ gestellt und ich würde sagen, jetzt starten wir einfach mal los. So, Strom ist jetzt auf der Steckdose. So, die Aufnahme läuft. Jetzt machen wir mal eins. Ich nehme euch jetzt einfach mal vom Stativ schnell runter und ich tue jetzt mal ganz laienhaft mit euch. Schaut her, also wir sehen jetzt so gar nichts. Und jetzt schauen wir mal,
in die Wärmebildkamera. Seht ihr das? Wie warm das da auf einmal wird. Schon faszinierend. So. Und deshalb kann es euch passieren, dass euch zum Beispiel der Zellerschrank oder Hausanschlusskasten, dass euch das richtig sozusagen wegkocht, weil das Wasser hier natürlich mit einem gewissen Widerstand arbeitet und wir jetzt sozusagen hier einen sogenannten Tauchsieder drin haben. Und das ist natürlich auch eine Gefahr. Jetzt muss ich dann wieder abschalten. Das ist Wahnsinn. Ich habe mir jetzt gerade mal, also ich habe den Stromkreis abgeschaltet. Ich habe mir jetzt gerade mal die Temperaturen angeschaut, weil dieses Messgerät misst ja drei verschiedene Temperaturen. Das heißt den kältesten Punkt, den wärmsten Punkt und wo ich hier mit meinem Fadenkreuz draufhänge. Und dort haben wir jetzt max haben wir 24,5 Grad. Das ist quasi im Wasser haben wir jetzt schon 25 Grad und mein Sensor außen hat 17 Grad und so im Schnitt bewegen wir uns auch bei 23 Grad in der Mitte. Und wenn man sich das jetzt anschaut, ich male jetzt nur mal schnell ein Bild und blende es jetzt einmal ein, dann man sieht, wie warm das Ganze dann eigentlich wird. Und das ist natürlich auch gefährlich für unsere elektrische Anlage und für uns natürlich auch, weil natürlich man das jetzt nicht merkt und wie ihr es ja vorhin gesehen habt, auf einmal macht man vom Zellerschrank auf und auf einmal kommt dir da heißer Dampf und heißes Wasser entgegen und das ist natürlich auch gefährlich. Dann gehen wir noch weiter auf die nächste Gefahr, weil wir haben ja noch eine. Und da geht es jetzt zum Beispiel um das, was wir ja die meisten von uns auf dem Dach haben, unsere Photovoltaikanlage. Nicht jeder hat ja die Photovoltaikanlage mit dem Wechselrichter oben im Dachboden verbaut oder im sogenannten Spitzboden verbaut, sondern viele wie ich auch haben sie ja im Keller unten. Jetzt, wenn bei mir der Keller volllaufen würde, wäre das natürlich etwas schwierig sozusagen. Also es würde hier ein Gefahrenpotenzial ausgehen, weil sobald die Sonne scheint, haben wir ja auf unseren Strings, auf unseren PV-Strings, haben wir ja Gleichspannung drauf. Und das nicht wenig, weil ich sage mal, wenn man jetzt von der normalen Anlage ausgeht, wie ich jetzt zum Beispiel von der Firma EcoFlow den Power Ocean, das System ja hinten in der Containeranlage verbaue, da habe ich auch um die 480 Volt auf den Strings drauf und da ist es natürlich so, nicht jeder hat auch oben irgendwo einen sogenannten diesen Feuerwehrnotaus oder Feuerwehrabschalter oder eine zweite Abschaltmöglichkeit, sondern der DC-Trennschalter ist halt meistens unten im Keller, beziehungsweise also bei vielen Anlagen. Und dann hast du natürlich auch ein Problem, weil hier natürlich auch ein Gefahrenpotenzial ausgeht. Darauf geht zum Beispiel dieser Vortrag, diese Weiterbildung für unsere Feuerwehrleute, für die Einsatzkräfte auch ein. Ich blende es euch jetzt einmal schnell ein. Verhalten an der Einsatzstelle, Hausinstallation, Photovoltaik. Könnt ihr gerne mal auf Pause drücken, könnt euch das gerne mal anschauen. Und da ist natürlich auch so, dass hier natürlich auf die Gefahren hingewiesen wird und dass man hier natürlich auch aufpassen muss, dass man nicht einfach unbedarft hier in diesen Raum reingeht. Ich habe mir noch eine letzte Folie rausgesucht und dann machen wir Schluss. Also das ist jetzt zum Beispiel die hier, Auswirkungen des elektrischen Stroms auf den menschlichen Körper. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Dass hier natürlich ab gewisse Stromflüsse von Milliampere zum Beispiel, Bewusstlosigkeit, Atembeschwerden, Loslassgrenze bei 10 Milliampere schon losgeht. Und das ist natürlich hier gefährlich, weil man steht ja im Wasser, wahrscheinlich bis zum Bauchnabel und versucht hier den Keller frei zu bekommen, beziehungsweise auszupumpen oder sauber zu machen oder mitzuhelfen und kann natürlich hier passieren, dass du auf einmal hier einen Stromschlag bekommst und hier schwer verletzt wirst. Genau. So, ich möchte jetzt das Video hier beenden und hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen sensibilisieren, dass man hier vielleicht aufpasst und natürlich erst hier in den Keller runtergeht, wenn man Hausanschlusskasten und Zellerschrank im Keller unten hat, wenn erst der Energieversorger freigeschalten hat oder der Elektriker freigeschalten hat oder halt, dass man sich bei den Einsatzkräften dann informiert. Und ich würde sagen, ich hoffe auch, ich konnte euch mit dem Experiment hier ein bisschen die ganze Sachlage näher bringen und würde sagen, ich
drücke jetzt allen Betroffenen die Daumen, dass es doch nicht so schlimm ist, wie man es jetzt hier in den Social Medias und in den Nachrichten gesehen hat. Und würde sagen, ich freue mich auf euch, auf die nächsten Videos. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Euer Markus von Freunde Stroms. Servus. Pfiat euch.